Herr Dr. Franitzky, Sie haben das ORF-Sommergespräch von Herbert Kickl gesehen. Was für einen Eindruck macht der Herr Kickl auf Sie? Also im Grundsatz, von einigen Nuancen abgesehen, Kickl bleibt Kickl. Und einige Aussagen waren natürlich im höchsten Grade angreifbar. Etwa wenn er die Identitären mit einer NGO vergleicht oder wenn er von der Europäischen Union über, so spricht wie über das Dritte Reich. Das sind natürlich im höchsten Grade unpassende eigentlich nach allen österreichischen und mitteleuropäischen politischen Gewohnheiten unzulässige Ausdrücke. Aber besonders aufregend tut mich das wenig, weil mein Erwartungspegel ihm gegenüber sehr niedrig ist. Aber jetzt ist es so, dass, wenn man sich seit Monaten die Umfragen anschaut, dann müsste theoretisch er den Kanzlerauftrag bekommen. Also wenn die Wahlen so ausgehen wie die Umfragen. Und Sie haben vollkommen recht, wenn man die Umfragen anschaut und wenn die Wahlen so ausgehen wie die Umfragen. Ich trete dafür ein, dass wir uns, und wenn ich sage wir, meine ich wir Österreicher oder zumindest die österreichische Politiker, aber auch die europäisch interessierten Menschen, dass wir uns einmal eine nächste Stufe des Diskurses zulegen und einmal darüber diskutieren, uns aussprechen, uns austauschen, darüber nachdenken, was eigentlich die Konsequenz, die Folgen all dessen, was wir jetzt erleben, die Konsequenzen des Rechtspopulismus zu Hause bei uns in Deutschland, AfD, in Osteuropa, Ungarn, Orbán an erster Linie, aber man kann auch über Polen sprechen oder über Teile Sloweniens etwa. Also, wo führt das hin? Und da muss man zu der Frage gelangen, wozu ist eigentlich Politik da? Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass Politik da ist, um zum Nutzen der Bevölkerung Vernünftiges und Perspektivisches auf die Beine zu stellen, dann muss man sich auch Sorgen machen. Warum? Weil die Infragestellung des Rechtsstaates, die Infragestellung der Meinungsfreiheit, der Medienfreiheit in Ungarn, aber auch in anderen Teilen, oder aber die ziemlich eindeutige und klare Aversion und Kontrastellung gegen die Maßnahmen, die die freie Welt gegen Putin ergriffen hat, oder aber die Infragestellung der Europäischen Union, siehe AfD, Auflösung der Union oder die Infragestellung der gemeinsamen Währung. Wenn ich das jetzt versuche umzusetzen in die Interessenslage der Bevölkerung, dann komme ich ja zu anderen Fragen, nämlich was für ein Interesse kann ein Staatsbürger denn haben, wenn die rechtsstaatlichen Möglichkeiten für ihn eingeschränkt oder aufgehoben werden. Ja, aber der Rechtspopulismus sieht sich ja immer auch als Teil der Demokratie. Er ist ein Teil der Demokratie und er ist momentan jener Teil, der anscheinend, egal wo wir sehen, schauen wir nach Spanien, da ist zwar knapper ausgegangen, als man geglaubt hat, mehr Stimmen erhält, als was man glaubt. Sie haben recht. Das ist leider auch so. Nur meine These ist ja, lasst uns einen Schritt weitergehen und diese offensichtliche Akzeptanz dieses rechtspopulistischen Gemenges in Frage stellen. Denn es kann ja jeder Bürger, Sie, ich, der Dritte, der Vierte, einmal in die Lage kommen, dass er einen Richterspruch braucht für seine eigenen Interessen. Familiäre Interessen, Vermögensinteressen, Grundstücksinteressen und so weiter und so weiter. Da braucht er einen funktionierenden Rechtsstaat. Oder, ich gehe noch einen Schritt weiter, der ja noch viel wichtiger ist. Wir sind unter dem Eindruck, glaube ich, die letzten 48 Stunden, dass die fünf größten Schwellenländer sich zu einer Formation zusammengefunden haben, die BRICS-Staaten, ja, genau. mit so Riesen wie China, ja. Und mit so politischen Riesen wie Russland. Also
angesichts dessen zu sagen, lösen wir doch die Europäische Union auf und schließen wir uns zusammen, schließen wir uns ein, machen wir die Festung Europa, wie Kickl auch gesagt hat, andere Leute auch, muss ja dem Arbeiter, dem Angestellten, dem Forscher, dem Lehrer, dem Altersbetreuer ein Alarmsignal geben und sagen, wenn wir die Kräfte dieser 27 Europäer nicht zusammenführen, dann kommen wirklich diese BRICS-Leute daher und bestimmen schrittweise eins zu eins alles, die Rohstoffe, die Absatzmärkte, die Energielieferungen und so weiter. Mhm. Also wir müssen Interesse haben, in Europa gemeinsam stark zu sein. Mhm. Und gemeinsam stark sein hat natürlich auch nur dann einen Sinn, wenn ich außen gegenüber stark bin. Wenn ich mich in einer Festung einschließe, was hat das dann für einen Nutzen, wenn ich in der Festung drinnen stark bin? Hurra. Also es geht ja immer, es wird ja immer gefragt, was ist die Motivation der Menschen, dass diese Rechtspopulisten so stark sind. Und es ist ja eigentlich, der größte Teil ist irgendwie Unzufriedenheit. Vollkommen, ja. Ja. Das ist das, wo wir heute von der Wut sprechen. Ja, ja. Viele Menschen ärgern sich über so manches. Also in der Corona-Zeit haben sich viele geärgert, dass man sie impfen wollte. Andere haben sich geärgert, dass es keinen Impfstoff gegeben hat. Also über irgendwas ärgert man sich überhaupt in einer Notsituation immer. Mhm. Zutiefst menschlich. Es ist ja, der Mensch ist ja kein Geschöpf der Gleichgültigkeit, mhm, ein Geschöpf der Interessen, mhm, seiner nämlich. Mhm. So, und wenn jetzt auf längere Sicht meine Interessen missachtet werden oder vergessen werden, dann beginne ich was? Mich zu ärgern. Mhm. Und suche irgendeinen Schuldigen. Wer ist der Schuldige? Wenn es um die Politik geht, ist es die Regierung, der Bürgermeister, der Landeshauptmann, was weiß ich, der Rettungsfahrer, der mich zu spät abholt, mhm, und so fort. So, und jetzt kommen die Rechtspopulisten und sagen, lieber Österreicher, lieber Deutsche, lieber Ungar, du hast ja vollkommen recht, die sind ja da ein Gesindel, korrupt sind sie sowieso. Wir sind, und sei doch mit uns dagegen. Mhm. Soweit kann man das ja noch verstehen. Nur, wenn ich dann frage, eine dieser Damen oder eine dieser Herren, okay, das war jetzt nicht ganz gut von der Regierung, was ist denn deine Alternative, was schlägst du, mhm, vor, was hättest du gemacht an ihrer Stelle, dann kommt nichts. Mhm. Oder ein Blödsinn. Dann kommt irgendein Aufmarsch auf der Ringstraße mit einem stupiden Holzbackel drauf. Mhm. Also das ist meines Erachtens, und ich bin schon wieder bei meiner These, nachdenken und überlegen, was man denn dem Wutbürger, mhm, bei allen wird es nicht gelingen, mhm, was man dem Wutbürger denn anbieten kann und sagen, ja, da ist dieses und jenes passiert. Oder aber das Russengas, das macht uns riesige Sorgen und in unseren Haushaltsbudgets ein Riesenloch. Oder die seltenen Erden, das ist so ein komisches Zeug, da wissen wir nicht genau, ob das mit dem Elektroauto funktioniert. Also irgendwas gibt immer Stoff zum, mhm, Nachdenken und, mhm, zum Kritisieren. Und dann kommt irgendeiner und sagt, na, wir machen eine Festung Europa, die sollen sich putzen da mit ihrem mhm, Lithium, ja, und so weiter. Und das ist gleichzeitig auch in einer Zeit, wir sind ja alle auch davon gefangen. Die Zeit ist so schnelllebig. Mhm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich ertappe mich oft, dass ich gewisse Dinge höre und nicht viel nachdenke, ist das jetzt richtig oder falsch, was man dir da erzählt, mhm, sondern ich übernehme das. Mhm. Vielleicht komme ich in 3 Wochen drauf, dass das ein kompletter Hohler, mhm, ist. Aber ich habe es ja mal übernommen. Mhm. Und das ist halt dann auf die Politik übertragen, auch die Wähler, die verlorenen Wählerstimmen zurückzuholen, mhm, oder die Argumentationsgrundlage zu ändern, ist unglaublich mühsam, unglaublich, mhm, schwierig. Mhm. Was sich der Mensch einmal vorgenommen hat zu glauben, glaubt auch. Ja. Ja. Es ist halt so, es wird immer gesagt, die Stärke des einen ist die Schwäche des anderen. Das heißt,
Es ist praktisch die Stärke, die momentane Stärke der FPÖ, wenn wir auf Österreich bleiben, ist die Schwäche, dass die anderen Parteien nicht die Antworten finden. Naja. Oder dass es einfach die anderen zu leicht haben, weil sie einfach nur mit einfachen Antworten überzeugen können. Ich bin nicht zu Ihnen gekommen, um jetzt über die anderen Parteien zu schimpfen oder was. Aber selbst wenn ich das nicht tue und gar nicht tun will, man muss halt auch, glaube ich, eine Art Fehleranalyse machen. Und die Fehler sind natürlich schon passiert. Also damit ich jetzt nicht in erster Linie über andere rede, rede ich einmal über die SPÖ. Die Fehler sind passiert. Die Fehler sind passiert einmal schon der Abgang des Christian Kern. Der zweite Fehler war, die Frau Rendi Wagner nicht zu unterstützen oder gerade noch zu unterstützen. Der dritte Fehler wird schon irgendeiner gewesen. Und also schon Fehler. Das heißt also, was jetzt die jetzige Parteiführung tun muss und auch tut, glaube ich, ist, diese Fehlerquellen aufzuspüren und die Fehler, so gut es geht, zu beseitigen oder aber mit Alternativideen durch Alternativideen zu ersetzen. So oder so ähnlich ist er in der Volkspartei auch gegangen. Also zum Beispiel das Abservieren des Mitterlehner, Herrn Mitterlehner, das war ja auch nicht gerade so, dass alle ÖVPler gesagt haben, bravo, das haben wir gut gemacht. Und die Grünen haben halt wieder das Problem, dass sie jetzt in einer Koalition sind und viele Maßnahmen und Politikschritte mitmachen müssen aus Regierungsräson, die aber nicht in ihr grünes Grundkonzept passen. Also das muss nicht unbedingt ein Fehler sein, aber ein Grünwähler, der sagt, die machen einen Fehler, die geben der ÖVP da recht. Das muss kein Fehler sein, das ist vielleicht etwas aus dem Gebot der Vernunft entsprungen, muss nicht sein, aber kann sein. So, ein Freiheitlicher wird nie sagen, er hat es falsch gemacht. Die werden immer sagen, es haben wir gut gemacht. Abgesehen so von Knittelfeld und Rispasser, Abschied und so weiter. Aber grundsätzlich wird der Freiheitliche sagen, wenn einer kritisiert, ein Österreicher oder eine Österreicherin, würde sagen, sie haben recht. Aber warum? Weil der Landeshauptmann von dort, der ist eben ein Dummkopf, der kann das nicht, der weiß das nicht. Weil die sind ja nicht höflich. Die sagen ja nicht, der Landeshauptmann hat sich geirrt, sondern die geben ihm gleich ein Schimpfwort mit. Und auch das verfängt bei manchen Leuten. Und daher zurück. Man könnte das sagen, wollen wir, dass so weitergeht? Ja. Wahrscheinlich nicht. Also überlegen wir uns was anderes. Ja. Die Frage ist auch immer, wie gehe ich mit der Partei um? Also es ist in der SPÖ, sie haben ja damals bekannt geworden unter Franitzky-Doktrin, dass sie gesagt haben, keine Koalition mit der FPÖ. Das ist etwas aufgeweicht worden durch einen Wertekatalog von Peter Kaiser. Aber wenn ich den letzten Bundesparteitag hernehme, haben beide Kandidaten ganz klar gesagt, keine Koalition mit Kickl und keine mit der FPÖ. Das heißt, die Doktrin gilt ohnehin noch. Ja? Und das ist immer, da wird immer, und jetzt nehmen wir die ÖVP her, die jetzt auch auf Kickl schimpft, aber in drei Bundesländern mittlerweile koaliert mit der FPÖ. Ja? Also das heißt, das ist auch immer das Problem, das die anderen Parteien haben. Wie gehe ich mit dieser FPÖ um? Also ich nehme für mich in Anspruch, ganz nüchtern und trocken. Ich bin ja nicht der SPÖ-Bundesparteivorsitzende gewesen, der eine Koalition mit den Freiheitlichen nicht eingegangen ist, sondern ich war der sie aufgelöst hat, eine bestehende aufgelöst hat. Und das Ganze muss man natürlich auch, oder kann man und sieht man so, auf der Grundlage einer eigenen parlamentarischen Mehrheit für meine Partei. Nicht? Ja? Das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt Zweiter oder Dritter bin und mich in ein Gespräch einlassen muss, mit wem möchtest du vielleicht oder nicht eine Koalition machen. Der Nummer eins ist, der den Auftrag vom Bundespräsidenten bekommt, eine Regierung zu bilden, der hat doch schon klarere Vorstellungen und sagt, naja, ich weiß es. Und ich bin ja auch damals, 1986, war das schon so lang, ja, auch gefragt worden, hast du dir
mit dem kategorischen, mit der kategorischen Ablehnung der Haider-Partei als Regierungspartei nicht eine strategische Chance genommen, indem du nicht mehr wählen kannst zwischen ÖVP und Freiheitlichen. Hm. Und ich habe immer gesagt, nein, ich habe keine strategische Chance genommen, weil ich wusste, dass aus vielerlei Gründen es für die SPÖ nicht gängig war, nicht angängig war, mit den Freiheitlichen eine gemeinsame Bundesregierung zu bilden. Damit habe ich aber schon wieder die Freiheit gehabt, wie ich gesagt habe, mit euch nicht. Aber das kam ja noch dazu, ich hatte ja einen Koalitionspartner. Mhm. Das war die ÖVP. Und ich weiß, dass bei ihrer professionellen Zunft die Große Koalition keine so besonders guten Namen hat. Aber das muss man auch wiederum zeitgeschichtlich analysieren. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren der Großen Koalition, also das war Kern-Kurz, da hat es jeden dritten Tag, konnte man in der Zeitung lesen, da geht nichts weiter. Mhm. In meiner Zeit, in den 80er und 90er Jahren, das war ja, wie soll ich sagen, eigentlich ein dickes Bündel an Regierungsmaßnahmen, die auch erfolgreich waren. Mhm. Also nehmen wir nur, was heute wieder diskutiert wurde, Steuerreform. Die Lazinersche Steuerreform war eine der größten in der Zweiten Republik. Mhm. Und der Lazziner ist in London von einer Fachzeitschrift zum Nummer 1 Finanzminister des Jahres gewählt worden. Ja. Oder aber, wir haben in unserer Koalition die Klarstellung zum Staat Israel getroffen. Das war damals auch nicht so selbstverständlich. Mhm. Vom EU-Beitritt rede ich gar nicht, das war wahrscheinlich der Schlüsselpunkt. Gemeinsame europäische Währung, die verstaatlichte Industrie lag am Boden und wir haben sie wieder aufgerichtet. Mhm. In einer Parteikonstellation, wo die ÖVP jahrelang gesagt hat, die Verstaatlichte ist ein Schrotthaufen und die braucht man nicht und so weiter. Und dann waren wir Schulter an Schulter und haben das in Ordnung gebracht. Also, aber das geht schon. Ja, das geht schon. Es ist nur so, ich meine, wenn man jetzt sich das atmosphärisch anschaut, ja, dann ist das irgendwie, hat man das Gefühl als Beobachter, momentan würde eine große Koalition nicht gehen. Da ist so viel verbrannte Erde zwischen den beiden Parteien. Das ist noch, und zwar die Ursache damals in der Art und Weise, wie das mit Mitterlehner, Kern, Kurz, neue Wahlen und so weiter, es hat derartig viel verbrannte Erde zwischen diesen beiden, ehemals den großen beiden Parteien hinterlassen, dass sich kaum jemand vorstellen kann, dass die sagen, okay, und jetzt machen wir eine große Koalition. Naja, aber dem muss man hinzufügen, dass ja, weil Sie Mitterlehner und Kurz erwähnt haben, die haben ja ihrerseits gegenläufige Anhängerschaften gehabt in der eigenen Partei. Ja, ja. Also da hat die SPÖ nichts dafür gekonnt. Ja. Vielleicht hat es in der SPÖ auch was gegeben, was, aber in der Form nicht. Aber Sie haben jetzt ein wichtiges Stichwort gegeben, nämlich die Koalitionsspekulationen. Sie haben es nicht so genannt, aber es läuft daraus hinauf. Wenn nichts dazwischen kommt, wird in einem Jahr gewählt, ungefähr. Genau. Mhm. Die politische Landschaft ist doch so, dass die einzelnen Parteien, zumindest die SPÖ, aber ich glaube auch die Volkspartei, dabei sind, so ihre Claims abzustecken. Mhm. Und das in einer durchaus bewegten Zeit. Weil sie haben ja immerhin die zwei Regierungsbildungen in Salzburg und Niederösterreich hinter sich und politisch zu verkraften, intern, extern, überhaupt. Das sind zwei Themen. Genau. Die Sozialdemokraten haben wieder einen neuen Vorsitzenden, der neue Wege geht, der für diese Wege ja auch wiederum Unterstützer braucht und viel unternimmt und so weiter. Das heißt, ich glaube oder ich würde meinen, das ist gar keine gute Zeit, jetzt über Koalitionen zu reden. Mhm. Sondern was wäre, wenn die Parteien sagen würden, ich schaue jetzt einmal, dass ich so stark wie möglich wäre. Innerlich konsolidiert,
stabilisiert und dann in meiner Wettbewerbsfähigkeit mich verstärkend. Mhm. Der Wahlkampf kommt ohnehin. Und es ist ja auch ein anderer Grundsatz. Die Gegenwart fordert uns heraus, aber die Zukunft noch mehr. Mhm. Also machen wir das so. Ja, aber jetzt nochmal zurück am Ausgangspunkt. Das heißt, also für Sie ist dass die Wählerrichtung Rechtspopulismus, Richtung FPÖ laufen, zumindest in den Umfragen, ist nicht Gott gegeben, so wie man so gerne so sagt. Sondern das heißt, da gibt es schon was dagegen zu setzen, aber man muss es halt mehr. Vielleicht hat man auch zu lange zugeschaut. Auch nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und so weiter. Ja, es wird wahrscheinlich von Land zu Land auch unterschiedliche Ursachen und Gründe geben, warum sich das so entwickelt hat. Wir dürfen nicht vergessen, ganz Europa ist in der einen oder anderen Form betroffen und in Anspruch genommen von den großen Wanderungsbewegungen, die wir ja etwa 1960er, 1970er Jahren in der Form nicht hatten. Mhm. Und das wirkt sich natürlich in den einzelnen Ländern schon aus. Also die einen sagen, Verteilung in Europa kommt überhaupt nicht in Frage, wir nehmen keinen einzigen Ungarn, Polen. Mhm. Andere wieder, Angela Merkel ist gescholten worden wegen der anscheinend oder wirklich von ihr propagierten Willkommenskultur. Mhm. In Österreich hat man gesagt, ja, es geht schon, wir können nicht niemanden nehmen, aber das ist zu viel. Mhm. Also es gibt überall, oder in Italien, die haben gesagt, alle Bootsflüchtlinge kommen nach Italien, was fällt euch ein, Europäer, ihr müsst uns helfen. Mhm. Und das hat die Frau Meloni und der Innenminister, der ehemalige, haben durchaus ausgenutzt, um Rückenwind in ihre Segel zu bekommen. Hinter dem Ganzen, Herr Gebhardt, steht aber ein globales Problem kolossaler Ordnung, kolossaler Größenordnung, weil, was wir wahrscheinlich in unseren Tagesgesprächen und Geschäften viel zu wenig berücksichtigen, was eigentlich die Ursachen sind, warum die Flüchtlinge alle daherkommen. Die kommen aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen, aus Hungersnotgründen, aus Dürre. Die Ernte, 10 Jahre gibt es dort Gebiete, wo es schon nicht geregnet hat. Und das Ganze ist kriminell organisiert worden. Mhm. Schlepper mit viel Geld und so weiter. Wobei dieses Schlepperwesen und das Kriminelle ja bis nach Europa hereinreicht. Das ist nicht allein in Somalia oder Uganda oder irgendwo. Mhm. Das ist schon auch in Europa ganz gewaltig. Und dann kommt einer und hat gesagt, die Schlepper werden alle eingesperrt. In Ordnung, werden eingesperrt und einer aber lässt die laufen. Ja, ja. Ungarn, ja. Ja, also das ist schon ein Thema, wo man nicht sagen kann, da sind normale Verhältnisse, mit dem Wort normal muss man heutzutage vorsichtig sein, ja aber sie sind so gewöhnliche, genau, oder übliche Verhältnisse, ist nicht. Und mit dem ist natürlich die Politik konfrontiert, ist aber der Staatsbürger auch konfrontiert, weil die unmittelbare, auch physische Begegnung, Berührung mit zugewanderten Menschen, die ist ja spürbar, das ist ja nichts Abstraktes. Mhm. Das ist nicht so, dass ich mein Haus zusperre und sage, mir geht das nichts an. Das ist nicht so. Ich hätte zum Abschluss nur eine Frage noch zur SPÖ, weil seit Anfang Juni gibt es einen neuen Bundesparteivorsitzenden. Was erwarten Sie sich von Andreas Babler? Ja, also gemessen an den Erfahrungen, die wir etwa im letzten Jahrzehnt gemacht haben als Sozialdemokraten, erwarte ich mir viel, weil ich mir viel erwarten muss. Denn diese Partei, die ja historische
Stellenwert will ich jetzt gar nicht sprechen, aber wenn man so jemand wie ich, der nicht nur ideell dieser Partei angehört, sondern der sich auch Gestaltungsaktivitäten erwartet, Lösungsmöglichkeiten haben wir vorher gesprochen, der hat natürlich hohe Ansprüche an diese Partei. Und wenn man das jetzt umsetzt, dann geht es erstens einmal um die Inhalte, um das Programm. Was wollen die, was können die? Zweitens aber natürlich auch um eine Organisation, die dieses Programm dann umsetzt. Und drittens, möglicherweise an erste Stelle zu setzen, um die Personen, die das überzeugend vor sich hertragen. Und das alles, mehr oder weniger, eher mehr, muss der Bundesparteivorsitzende in sich verkörpern. Und gleichzeitig als Vorbild, gleichzeitig als Führungsperson, gleichzeitig aber als auch jemand, der für die anderen da ist. Ich will das Wort dienend nicht sagen, aber das käme mir zu servil vor. Aber so ähnlich ist es schon. Das heißt, er muss also die Führungsarbeit leisten, aber diese Führungsarbeit müssen alle anderen den Eindruck kriegen, der macht das im Interesse der gesamten Bewegung und deshalb folgen wir ihm. Das erwarte ich mir. Das ist ja ein bisschen viel. Ja. Und ganz zum Abschluss, weil wir dann begonnen haben, glauben Sie daran, dass ein Jahr ist es noch bis zur Wahl, dass Herbert Kickl und seine FPÖ noch gebremst werden kann? Ich glaube, da gibt es keine Ja-Nein-Antwort, sondern so kurz ich das kann, es wird nicht genügen zu sagen, der Kickl, der ist eben so, wie der ist, Kickl, das ist auch genug, und mit dem können wir nicht und wollen wir nicht. Daran knüpfen manche die Erwartung, dass dann die Freiheitlichen sagen, wenn die ihn alle nicht wollen, dann schauen wir, dass wir ohne ihn weiterkommen. Das glaube ich nicht. Ja. Herr Dr. Vanitzky, danke vielmals fürs Gespräch. Ja, bitte.